Seid gegrüßt zu Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Mit dem Taucher, wie erwähnt, müsste ich nochmal spielen. Und da wir gerade eh auf der Mondbasis. Ich hatte gerade schon eine Runde auf der Mondbasis, habe sogar bis zum dritten Garten geschafft, was mich sehr verwundert hatte. Hatte schon Angst, ich schaffe ein bisschen Finale, ohne dass ich aufnehme. Aber beim dritten Garten haben wir versagt, Gott sei Dank. Ich habe übrigens die Feuerblumen gespielt gehabt. Ultra nice. Meist Vorlagen. Vorlagenmeister, easy. Ja, jetzt eine Runde mit dem Taucher und die Runde, wenn die Runde halt schnell enden sollte, nächste Runde dann bei den Pflanzen mit der Feuerblume auch nochmal. Ich habe ihn nicht getroffen, aber trotzdem schon anvisiert. Aber das Munitionsupgrade wäre bestimmt nice, ja. Drei Schuss macht einiges aus. Mist. Aber immer eine Vorlage bekommen. Ich kann halt echt kein guter Schütze mit dem, ja? Es sei denn, die Gegner stehen direkt vor mir. Aber selbst dann versage ich sogar noch fast. Ich habe sogar noch fast versagt. Weil ich halt am besten einen Instant-Treffer lande, wie den da zum Beispiel. Und dann mache ich 22, nachträglich nochmal. So, 10, 22, yep. Ah, schade. Was haben wir denn da unten? Gar nicht gesehen. So, hauen wir mit dem mal rein. War schon mal eine Vorlage und ein Abgangsmanöver. Muss sich auch lohnen, der ganze Spaß. Na komm, wo landest du? Natürlich viel zu weit. Na komm, geh auf den Boden. Ich versuche es zu predikten, wo er landen sollte. Ich habe ihn getroffen mit 20 Jahren, er stirbt instant, ich kriege keine Vorlage, gar nichts. Läuft. Mit dem Taucher im Nahkampf sollte man nicht gehen. Wäre keine gute Idee. Man sollte lieber auf Range bleiben. Gegen ihn, meine ich jetzt. Nicht mit ihm, sondern gegen ihn. Haben wir einen Giftbrand bei uns im Team? Giftbrand hätte ich eigentlich auch gerne. Ich hätte eigentlich gerne alle legendären Charaktere, aber naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Vorhin, Rosie, eben noch drüber gesprochen, wie, ob die OP ist oder nicht. Und jetzt mal schauen. Ja, genau, die geht halt inszenieren. Genau, da kommt natürlich eine Charakterdrohne und macht mir das Ganze 1 gegen 1 kaputt. Unfair. Ja, unfair. Also, du bist ja nicht vorbereitet. Vor allem, wie soll ich eine Charakterdrohne treffen? Mit meinen 2 Schuss. Geht nicht. Also, geht schon. Aber geht nicht. Wenn du verstehst, was ich meine. Bam, in your face. Na komm, na komm. Oh, die sind in der Luft, die Alte. Ah, hätte ich noch haben können. Aber ist halt, wie gesagt, ist halt anstrengend. Ich finde ihn sehr anstrengend. Man muss sich halt sehr an ihn gewöhnen. Wenn man ihn so zum ersten Mal spielt, also spiele ja nicht zum ersten Mal, aber diese ganzen Charaktere, wie oft spiele ich dich schon? Das ist bis in über 100 Charaktere. Ja, also, da kommen natürlich, bleiben natürlich einige zurück. Ich habe manche Charaktere noch gar nicht mal so auf Level 10 gespielt. Auf die erste Runde. Das ist echt schon bemerkenswert. Einfach meine Kill gestealt. Erfolgreich. LOL! Ich hab den gekillt? Wie das denn? Wie hab ich den Kill denn gerade bekommen? Nein, lass mich in Ruhe. Ich treffe einfach. Genau, kommt ein Schnapper. 55 Schaden habe ich im Nahkampf gemacht. Ich habe genau auf seine Nase geschossen. 55 Schaden. Ja, hätte ich einen zweiten Schuss noch ready gehabt, hätte er vielleicht trotzdem überlebt. Vielleicht. Ich wollte eigentlich den Meister hinten treffen, aber komm, nehmen wir halt den da. Okay, wie. Warum habe ich den Rauch da unten, nach da unten geworfen? Ich habe doch viel höher gezielt, oder nicht? Guck mal, dass ich ja beim Rauch keine Abklingzeit habe. Ne? Ich habe. Manche Sachen hast du ja, nachdem du ja gestorben bist und wieder taucht, hast du ja Abklingzeit weiterhin drauf. Aber das verstehe ich ja bei manchen Sachen nicht. Ich treffe niemals einen Schnapper, der gerade am Fressen ist.
So, der ist schon mal weg. Keine Vorlage. Nice, ist jetzt 30 Schaden gemacht. Als wären die bedeutend gewesen oder so. Nö. War ja nur 30 Schaden. Was ist los mit dir, kleinen Rosie? 55 Schaden. Und gut, tot. Na, mal schauen. Nee, da wird keiner reinlaufen. Aber ich habe einen Trottner bekommen. Mit Lack. Nein. WTF. Hat sie nicht gerade nachgeladen und während des Nachladens geschossen? Hat er wieder nachgeladen? Was nicht gerade so aus zuerst? Tja, wäre es mal besser im Garten geblieben, was? Olde Zippedo. Der ist schon tot. Ach scheiße, der ist schon tot. Alter. Ja, okay, der nicht entkommen können. Hat von da hinten aus geworfen. Das war aber ein richtig guter Wurf. Klar, er hat nicht den Garten getroffen, was er eigentlich treffen wollte, aber... war ein ziemlich guter Wurf, ja, muss man sagen. Mr. Toasty. Wenn die Leute um die Ecke kommen. War direkt weggebrutzelt. Wieso nicht? Vielleicht weiter hinten. Ich weiß gar nicht, wie weit hinten die letzten sind. Dann warten wir im Normalfall ja nicht unbedingt. So ein Satellitending aufstellen. Dort vorne zum Beispiel. Satellitending vielleicht. Muss ich da relativ. Klar, ihr könnt mal auch was anderes hinsetzen. Ja, taktisch klüger. Aber ein Satellitending. Das ist ein Wecker. Hier noch irgendwas mit Range. Mittlere Reichweite, nah, Besonderheit, mittlere Reichweite, lange Distanz, ja, haben wir ja schon, nahe Distanz, mittlere, nah, lange Distanz, ja, lieber den hier. Dann mal schauen. Ja. Er ist im Fernkampf und Nahkampf schwierig zu spielen. Für mich. Geh aus dem Weg, du! Genau, der dürfte... Na egal. Also die Dinger sind stark, aber... bis der Einschlag halt da ist, sind halt die Jahre vergangen gefühlt. Hallo. Schade, dass die Sonnenblume nur 7 Schaden bekommen hat. Wo die direkt daneben stand. Soll ich mal so machen? Bin ja gerade vom Kaktus anvisiert. Geschossen. Komm. Aber die beleben sich die ganze Zeit gegenseitig wieder, die Drecksäcke. Zack. Ich wäre fast da drin gefangen gewesen. Oh, der hat einen legendären Hut. Dreck gehört. Ach komm schon, ihr Drecksäcke. Das war so eine gute Rakete gewesen. Wäre gewesen. Steht immer noch da. Die kleine Elke da. Oh, was war denn da? Zack. Zack. Vielen Dank. Ach komm schon, Schwockert. Schade. Ich hätte. Ja, okay, da war eine Drohne. Ich glaube, ob die Rakete eine gute Idee gewesen wäre. Weil dann direkt danach die Drohne kam. Ob ich da genug Zeit gehabt hätte. An dem Garten sind wir eben übrigens gescheitert. Ich nicht aufgenommen habe. Mal gucken, vielleicht sind die Gegner ja besser. Momentan sieht es sogar besser aus, muss ich ehrlich sagen. Mein Satellitenbot steht auf jeden Fall noch, reißt aber leider nichts. Das ist natürlich sehr schade. Wo ich natürlich sagen muss, der nächste Garten, ja diese Mine, die ist ziemlich hartnäckig. Ah.
Andela! Also große Bohne, fuck! Das ist eine kleine. Jawoll! Die Sonnenblume aus dem Leben genommen. Na, Alter, dieser Feuerkaktus da. Die Sonnenblume lebt übrigens schon wieder. Weil es überhaupt die gleiche Sonnenblume war, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich den Kaktus haben. Dann habe ich schon glücklicherweise die Sonnenblume getroffen. Wieso werfe ich die ganzen Dinger da so fail? Wo ist meine Rakete eigentlich gelandet? Ah, die sind in der. Alles eingepflanzt. Deswegen so wenig Schaden. Eine Rakete hätte die sonst zerfetzt. Vielleicht kommen wir ins Finale, dann schaffen wir Level 10. Ja, ich hasse diese Map, aber das Finale ist so geil. Im Finale sahst du extrem gute Erfahrungspunkte ab. Es lohnt sich aufs Übelste. Der kleine Taucher hier. Ah ja, hab ich schon was gerissen, Großer? Ich hab 19 Kills. Woher die auch immer kommen mal mögen. Von mir definitiv nicht. War bestimmt gemeinsame Abschüsse. Zack. Das war ein gekonnter Schuss in den Ofen. Na. Nachladen, nachladen, nachladen. Das Nachladen dauert übrigens auch länger, glaube ich, wenn man eingeschleimt ist. Der hätte 53% noch. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da ein Schnapper um die Ecke kommt. Ich hätte mit der Zitrone mit dem Mais gerechnet, aber nicht mit dem Schnapper. Weil allein die Tatsache schon einer im Garten war, während ich hart an der Front gekämpft habe, ist schon sehr traurig. Die Raketen jetzt abfangen müssen. Das ist die Alienblume. Ich sehe die ganze Zeit schon Alienblumen, ne? In jeder Runde habe ich bis jetzt Alienblumen gehabt. So. Der ist erledigt. Nice! Wieder die Sonnenblume. Also, eigentlich wollte ich auf den Zitronen da, der gerade auf mich schießt. Aber die Sonnenblume war auch nicht schlecht. Wären die jetzt so weit geflogen? Gut, ich habe irgendeinen Kill gekriegt, weiß zwar nicht woher und warum, aber. Und? Leider keiner reingelaufen, aber momentan, also mit den Rockets, bin ich momentan relativ gut dran. Wenn man sich den Dorsch mal so bedenkt. Hallo, du da vorne. 51 Schaden. Frag mich, wieso der. Ist egal. Ich stelle keine Fragen. Das ist ein. Alter. Okay, der war nicht schlecht geworfen. War zwar. Okay, der war gut geschossen. Und von mir scheiße reagiert. Aber die kommen weit. Das ist gut. Habe ich eine schöne lange Runde. Lol. Und, Money, Money, Money. Das sowieso. Lol. Ich habe kein Ziegen. Was? Ich habe da nicht kein Ziegen mit Ziegenkillen etc. Schade. Ein Schuss hätte noch gefehlt. Aber. Normalerweise kriegst du, wenn du mit Ziege jemanden tötest, auch noch Bonus-Erfahrungspunkte, weil du mit Ziege jemanden getötet hast. Eigentlich, aber. Schade. Sollte wohl nicht sein. Das ist auch so ein sehr nettes Geräusch. Manchmal frage ich mich, wie die Geräusche machen. Ich habe ja mal ein Video geguckt, wie sie die Geräusche bei Easy Evil bis in gemacht haben.
Und ja, darauf hätte ich gern verzichtet. Wenn ich ehrlich bin. Ja, ich versuche zu predikten, aber ich sollte es sein lassen. Der Brand ist unterwegs, hat einen Kill gemacht. Hat meiner Katze hier gehört und jetzt geleuchtet. Die Katzen auch okay. Der Orbit-Würfel ist richtig am nervigsten. Richtig nervig. Was? Das noch. Ich hab. Wenn das Nachladen nicht 100 Jahre dauern würde. Lol. Ich hab den Zitron noch bekommen. Wie gesagt, wenn das Nachladen nicht 100 Jahre dauern würde, hätte ich die auch noch gekriegt. Oder lädt man überhaupt nach, wenn man im Slow drin ist? Also, der Nachladen-Button ist schon da, aber zieht das Nachladen auch durch? Ist halt die Frage. Weil da gibt es ja so bestimmte, ne? Lol, aus der Luft zerrissen. Dafür müsste es eigentlich auch Bodenerfahrungspunkte geben. Kill in der Luft. Was? Der bewegt sich genau in dem Moment. Ist klar. Der wird da ganz easy geheilt. Und dann stehen nebeneinander. Und dann trennen die sich auf einmal ganz zufällig in dem Moment, wo ich auf die 3 drücke. Vielen Dank dafür. Ich verstehe das vollkommen. Na komm. Mich verarschen? Habe ich keinen richtigen Flächenschaden? Bin einfach nur ein schlechter Schütze. Lol. Der Einschuss hat sogar getroffen. Keine Vorlage oder so, sondern alles nur Gebimmel, Gebammel. Ja, ich wollte gerade sagen, die MG-Erbse steht ziemlich scheiße, weil die ganze Zeit gegen die Wand geschossen hat, das hat man gesehen und genau darüber stand die Sonnenblume. Die stand viel besser. Die MG-Erbse stand wirklich scheiße. Einmal, ja, einmal aufräumen wollte ich gerade sagen, aber hat sich dann schon erledigt. Ich finde diese Fähigkeit total scheiße. Diese riesige Butter. Größer, better, but größer, better. Ich will immer größer, better sagen. Größer, besser Butter. Ich finde die total scheiße. Was ist das? Ach, da! Der chillt dort die ganze Zeit. Ja, dann. Ja, dann. Jetzt stehe ich noch bei 31. Oh, das ist noch ziemlich gut. Wundert mich total. Wo landet er? Gar nicht. Sehr gut. WTF? War der Flammschaden so stark? Aber wir sind im Finale. Es ist der Wahnsinn. Ich könnte jetzt, wenn ich Pech habe, schaffe ich es logischerweise nicht. Ich werde wahrscheinlich auch Pech haben. Aber wenn ich Glück habe, schaffe ich Level 10. Wir haben 5,5 Minuten Zeit. Könnte machbar sein, muss es aber nicht. Genau. Stirbt doch einfach, wie viel Schaden ich an dem gemacht habe. Der läuft einfach weiter. Da muss ich nicht als Alienblume die ganze Zeit. Die nervt mich extrem. Schade, 29 Schaden nur. Jetzt halt predicted. Das ist sehr schade. Aber jetzt sind die coolen da. Jetzt sollten eigentlich die Bonus-Erfahrungspunkte kommen. Manchmal verstehe ich das nicht. Manchmal bekommst du Bonus-Erfahrungspunkte einfach so random. Manchmal bekommst du sie gar nicht. Also ich habe das System noch nicht so ganz verstanden. Da, jetzt habe ich schon mal Bonuspunkte. Easy.
Ich brauche halt einen guten Platz. Aber den hast du meistens relativ selten. Wenn man sieht, welche hätte schon geschossen aufs Übelste. Leute, hätte ich das gewusst? Ja, dass er sich da einkesselt. Zack, vielen Dank. Müsste ich nicht nachladen? So. Fuck, da war die Erbse. Ich wollte. Ich hatte die Erbse. Ich dachte, Brands wären Rosie. Aber ist okay. Wir sind kurz vor Level 9. Also kurz relativ, aber. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Der Moment, wo noch viel passiert. Alter, ich werde fast reingesprungen. Da war ich wieder mit mehr Glück als Verstand unterwegs. Ja, der Schnapper, der sucht gerade einen Gegner raus. Und der ist schon tot. Ich sehe gerade niemanden an Gegnern. Mir reichen schon gemeinsame Abschlüsse, ja? Davon kann ich mir auch schon sehr viel kaufen, die scheiß Nachtblume. So. Sehr funktioniert auch. Wir verschenken nichts. Mist! Nein! Was? 52 Schaden, habt ihr alle gesehen? Ihr habt's alle gesehen. So. Der hat 3 Leute eingeschleimt. Holy fuck, hat der ein Schwein. Und der ist noch gestorben. Und er hat alle 3 mitgenommen. Hatte der Glück gehabt. Ja, hinter mir ist jemand, aber ist mir gerade scheißegal. Ich hatte die Sonnenblume nur im Gesicht. Ich hab den 6-mal getötet. Kommt mir gar nicht so vor, aber wir haben das Level 9 erreicht, oder? Ja. 2 Minuten noch. Boah, das könnte knapp werden. Je nachdem, wie die Runde läuft, noch weiterhin. Aber ist ja schon ziemlich krass. Ich weiß gar nicht, habe ich mit Level 1 angefangen? Bin mir gerade gar nicht sicher. Na, ich werde beschossen von allen Seiten. Ja, hinter mir, aber ich habe hinter mir keine Augen. Gerade. Mann. Der steht schon wieder irgendwo ganz hinten und war einfach noch ein. Was hat er denn? 32. Es kommt mir gar nicht so viel vor. Dafür, dass er die ganze Zeit hinten chillt und einfach nur reinballert. Okay, jetzt wird es langsam. Jetzt kommt der Moment, wo es knapp wird. Mist. Zu tief gezielt. Das hätte ich vielleicht schon die Erbse hinten bekommen, aber schaffe ich nicht. Dreiviertel Stunde, muss ich mal sagen. 45 Minuten, Sekunden. Ist ja das gleiche. Schaffe ich nicht. Krieg ich nicht genug Kills hin. Dafür habe ich einfach eine zu schlechte Trefferquote. Ja, genau. Ja, ich einfach schießen muss, bis ich da irgendwas getroffen habe. Vor allem, ich treffe ja, aber dann kommt halt nur 22 Schaden raus oder so, und das ist einfach gar nichts. Viel zu wenig Schaden. Ich muss halt sofort treffen, sonst. Also, dass ich das verlieren oder gewinnen, ist scheißegal. Das ist echt total unwichtig, aber. Die Trefferwahrscheinlichkeit, man muss instant treffen, sonst macht das Ding keinen Sinn. Dafür, dass du nur 2 Schuss hast. Deswegen gefällt mir der andere Typ nicht. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Der Panzerkommandant, der nur 1 Schuss hat. Deswegen wird mir der Iron Citron wahrscheinlich auch nicht gefallen. Der hat auch nur 1 Schuss. Ja, du musst treffen. Sonst bist du am Arsch. Aber sehr gemixt, was draufsteht. Aber ein Disco-Schnapper, WTF, hat er kurz vorher gewechselt oder? Ich habe nicht einmal einen Disco-Schnapper gesehen. Der bestimmt gewechselt kurz vorher.
Ja, aber das war's. Wir haben 44 Kills gemacht. Kann sich doch noch relativ sehen lassen. War wahrscheinlich meiste gemeinsamer Abschuss. Aber das war's von mir. Und somit haut rein. Bis irgendwann. Bis zum nächsten Mal oder so. Mal schauen.